Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu The Edward in Final Fantasy. Gleich rein in die Series zu Final Fantasy 8. Und lange Umschweife, Overture, The Bluefields, Waltz for the Moon, The Man with the Machine Gun und das Ending Theme. Alles auch sehr tolle Lieder aus einem auch sehr tollen Final Fantasy. Also, ich muss sowieso sagen, die Final Fantasy, die ich bisher gespielt habe, waren alle geil. Sind wahrscheinlich auch alle. Also finde ich. Da gehören auch so Spiele wie die 13er Reihe dazu. Aus meiner Sicht halt, ne? Ich weiß nicht, was die Leute immer alle so großartig erwarten. Oh, Final Fantasy muss das haben und das haben und das haben. Ah, man sollte auch mal froh sein, dass man überhaupt noch Spiele bekommt. Und nicht immer nur meckern, meckern, meckern. Ist aber auch lang, also es hat viele Noten gehabt, sag ich mal so. Umso besser, gibt mehr Punkte für uns. Weiter geht's bei den Blue Fields. Yes, for we flee eternally for Mog. Okay, wir flüchten für den Mogri. Sogar perfekt. Schön. Das schaffe ich auch nicht so oft auf diesem Schwierigkeitsgrad. Nicht, weil ich so schlecht bin, sondern weil ich eigentlich Schnelleres gewohnt bin. Sich einzustellen, dass wieder so langsam ist, ist halt ein bisschen komisch. Cloud hängt wirklich ein bisschen zurück, ne? Leitlinger schon Level 20 und er 19. Waltz for the Moon. Squall und Renoir tanzen erstmal eine Runde.
Nur weil man kann das, ne? Lol. Jetzt kann er gar nicht tanzen, aber man geht alles wie von selber. Interessant. Laguna, oh. Laguna mag ich mittlerweile auch. Früher, nee, aber mittlerweile, keine Ahnung warum. Ich sehe gewisse Dinge wohl einfach anders, wo ich erwachsen bin. So, was haben wir jetzt noch? The Man with the Machine Gun. Yay. Wo wir da bei Laguna sind. Komisch ist immer ein Spiel Let's Play, dass man wohl eigentlich gar nicht viel reden kann, weil, ne? Oder nicht viel reden braucht. Weil ich kann in die Lieder auch nicht reinquatschen, will ich auch nicht, weil ich will, dass ihr sie hört. Und ich kann es dann auch nicht, weil ich mich konzentrieren muss. Vor allem später, wenn die Lieder sehr viel schneller werden, also oder schwieriger, besser gesagt. Same old song.
Liebe es, wenn gesungen wird in Final Fantasy Spielen. Das ist so schön. Doch, eigentlich immer traurig. Eigentlich immer. Fast immer. Fast immer. A new song has been added to the music player. Okay. Und die Final Fantasy 8 Lieder sind im Challenge-Modus zum Spielen verfügbar. Sehr schön. Jetzt geht es wie immer raus. Den Chaos Shrine. Zur neuesten Errungenschaft. Zu Water Season. Okay. Nicht nur der Mambo Chocobo. Nein, das ist Final Fantasy 11. Oh Mann. Und trotzdem kriege ich zig Items und so, obwohl ich am Anfang verkackt habe da mit den Pfeilen. Komplett, sogar Lightning ist quasi weggestorben. Vana Del Marsh, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Meine Fresse. Was ist denn das? Ich mache so viele Fehler. Ich bin es einfach gewohnt, auf dem XL zu spielen. Das ist das Problem. Ich habe ja halt nur den kleinen 3DS zum Aufnehmen. Den kleinen schnuckligen roten. Ja, das macht vieles halt nicht leichter. Vor allem bei so einem Spiel, man ist es halt auf dem Großen gewohnt, man hat einen besseren Halt an dem 3DS an sich.
Ja, ist es halt einfacher. Ich krieg das schon hin. Final Fantasy 13. Okay. Lighting, das ist dein Zuhause. Was macht Seymour hier? Als Gegner. Das Ende war leicht. Wenn es in der richtigen Schwierigkeit ist, bei Ultimate, dann ist das am Ende nochmal richtig, richtig schwierig. Weil das Lied ist am Ende ja auch noch ziemlich schnell. Und noch ein Scarlet Shard. Juhu. Wir haben schon 5 von 8. Das heißt, wir haben bald Ash, nehme ich mal an. Und eine neue Note. Schön. Okay, das war's dann mal wieder für diesen Part. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder bei Final Fantasy 9 der Series und bei dieser Chaos Map. Bis dann!